Servus und schon mal wieder herzlich willkommen. So, natürlich wird es jetzt mal wieder dunkel, das wollte ich sagen. Die Laterne muss ich ja hier nochmal richtig aufstellen, ne? Ja. Stelle ich die hier an die Ecke oder da an die Ecke? Ich glaube ja hier an die Ecke, oder? Ja. Stellen wir die gerade hier nochmal hin. Bip, bum, bam. Und das hier so schön hin. Zack. Und up. So. Ist hier wieder hell. Gehe ich gerade mal schlafen. Und dann schauen wir mal, wie viel Kompost der Mr. Fail denn dann wirklich produziert hat. Aber ich glaube, das könnte ein bisschen was sein. Und was ich hier auch nochmal loswerden muss, das gehört hier eigentlich nicht hin. Aber was mich leicht geflasht hat. Ich war gestern Abend, also gestern Zeitpunkt der Aufnahme. Ich war gestern Abend auf einem Geburtstag. Und da hatte Mr. Fail ein bisschen alleine gestreamt. Und er hat ein bisschen auf dem Server gespielt, im Survival. Hat sich halt außerhalb von dem Dörfchen, was wir zusammenbauen, hat er sich noch einen Fleck gesucht und hat da einfach ein bisschen drauf losgebaut. Und ich war halt auf dem Geburtstag. Hab ab und zu mal in den Chat reingeguckt, was die Leute so schreiben und ich gehe falsch. Und dann bekomme ich auf einmal eine Mail von wegen PayPal. Ja, Person XY hat ihnen 2 Euro gesendet. Da dachte ich, hä, was ist denn jetzt los? Wer ist das? Dann komme ich nachts heim, da hat er gerade noch die letzten paar Minuten gestreamt. Habe ich ihn gefragt, hat hier irgendwie jemand gespendet oder so? Weil wir haben den Spendenlink da nicht in der Beschreibung gehabt. Also der war nirgends aufgeschrieben. Wir hatten das halt zum Testen irgendwann mal eingerichtet. Also wenn man den Link errät, beziehungsweise die URL, was jetzt nicht so schwer ist, weil wir benutzen wie alle anderen Streamlabs. Und da ist der Link ja eigentlich fest. Da hat dann mal jemand einfach so auf gut Glück das probiert und hat dann 2 Euro da gelassen. Da war ich leicht überrascht. Weißt du, dann, dass man dann einfach schon auf gut Glück guckt, weißt du? Das ist... Das kommt einem so surreal vor. Das fand ich lustig. Ich meine, es ist auf Twitch üblich mit den Spenden und so weiter, aber trotzdem, wenn man sich mal überlegt, du hockst abends halt einfach vor deinem Rechner, denkst dir, so, bisschen zocken, kann man ein bisschen streamen, ist mal ganz lustig, dann kriegst du da Kohle für. Das ist... Ja, es ist ein merkwürdiges Gefühl, ich weiß nicht. So, ja, wir haben einiges an Kompost. Da können wir jetzt uns schön austoben. Ich mache mir mal noch gerade eine Schaufel, eine neue. Das war ja das Refined, genau. Dann können wir jetzt nochmal einiges an der Mühle machen. Oh je. Ja, auf jeden Fall haben wir da gestern Abend, in meiner Abwesenheit leider, unsere erste Donation bekommen. Krass. Sehr, sehr krass. Wir haben jetzt, im Zuge dessen haben wir dann den Link auch da reingeknallt. Es ist zwar immer noch ein bisschen komisch, aber wir haben schon länger überlegt und da es jetzt sowieso jemand gemacht hat, haben wir gedacht, na komm, hauen wir das Ding dahin. Wir hatten ja auch schon geguckt, wir haben ja den Server und da sind mittlerweile auch ein paar Leute drauf. Und schon bevor wir den aufgesetzt haben, hat der eine oder andere schon gesagt, ja, wenn ich dann drauf spiele, ich kann halt auch ein bisschen mitfinanzieren, gebe ich 2, 3 Euro im Monat dazu. Und das ist dann auch so ein Grund, dann können die Leute das darüber machen, wenn sie denn wollen. Ich meine, keiner, der auf dem Server spielt, ist irgendwie zu irgendwas verpflichtet. Was soll der Baum hier? Beziehungsweise, warum ist der so klein?
Also ist da, dass niemand dazu verpflichtet, da Geld für zu bezahlen. Das wäre ja auch irgendwie Schwachsinn. Aber dann, wenn jemand unbedingt will, hätte er damit die Möglichkeit. Und da muss ich sagen, habe ich auch kein Problem mit, wenn da jemand ein bisschen mitfinanzieren will. Weil momentan sieht es doch ein bisschen danach aus, als ob das ein bisschen größer wird. Und wenn das jetzt so weitergeht mit den Leuten, die da drauf kommen, könnte es halt sein, dass wir in ein paar Monaten sogar schon eventuell drangehen müssen und da einen besseren Server holen müssen, also da auf jeden Fall die Leistungen hochschrauben. Weil man merkt schon, es ist jetzt halt nichts ganz Schlechtes, aber wenn da zwei Leute gleichzeitig losgehen und die Karte generieren lassen, also die Welt aufdecken, dann kommt der Server da doch schon ein bisschen ins Ruckeln. Und wenn man da jetzt überlegt, da sind 10 Leute drauf und 3 davon laufen durch die Gegend, dann packt er das nicht mehr. Da wäre dann halt auf... Irgendwie immer im Menü, wenn ich hier irgendwie stehe. Bitte lauf weiter. Ja, danke. Komisch. Das ist irgendwie immer bei... Bei der ersten Aufnahme ist das meistens, ne? Von Assassin. Ich mache ja meistens nur 2 oder 3 Folgen. Und da kommt das öfter mal, dass der sagt, nein, nein. So. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal hier weiter. So. Sollte dann vielleicht auch... hey, wo kommt das einzelne Ding hierher? Ach so, ja, verstehe. Ja. Doof. So, auf jeden Fall. So, bing, bing. Bing, bing. Und hier auch. Bap, bap. Dann hätten wir hier vorne die Ecke soweit, glaube ich. Hier ja eh nicht. Hier. Ja, hier geht's dann halt, ne? Weiter. Wo hatte ich eigentlich das letzte Mal aufgehört? Das weiß ich gerade gar nicht mehr so genau. Hier war auf jeden Fall so die Lücke vom Baum. Hier die Ebene war ja fertig. Da hatte ich ja gepflanzt. Hier die noch nicht. Da guckt sogar noch das Gras raus. Wo wollte ich da denn weitermachen? Wahrscheinlich hier auf der anderen Seite. Ja, genau. Die Ebene muss noch fertig gemacht werden. Ich sehe es gerade auf der Minimap. Das war da vorne oder wollte ich weitermachen? Genau hier. Hier die Ebene noch. Ich glaube, ich sollte jetzt auch erstmal gucken, dass ich den Kram überall hingesetzt bekomme. Eigentlich könnte ich ja direkt hier am Rand schon mal dran gehen und so machen. Das wird wahrscheinlich nichts schaden. Das wird nicht schaden. Dann geht das nachher nur schneller. Zumindest mache ich es jetzt mal da, wo ich sowieso noch am Abgrabbeln bin. Hier machen wir es dann auch schon mal. Blub. Und so. Können wir das hier schon ausfüllen. Geht's weiter. Ich muss auch nochmal zu dem Thema von eben. Ich muss auch sagen, das ist in letzter Zeit auch sowieso nochmal sehr krass. Wir hatten ja jetzt diese 3 Streams zwischen Weihnachten und Silvester. Da ging es ja übelst ab. Da kamen ja so viele neue Leute dazu, die jetzt auch regelmäßig dabei sind. Und auch im Discord sind mittlerweile schon so viele Leute drin. Viele sind halt sehr selten online. Das ist... Ich denke mal, die meisten haben sich es einfach mal angeguckt. Es gibt ja auch die Webversion, wo man sich nichts runterladen muss für. Da wurde wahrscheinlich aber mal reingeguckt. Vermute ich.
Und dann so, ja, war jetzt gerade nichts los. War mal ein Versuch wert, so nach dem Motto. Aber es ist in letzter Zeit nochmal echt krass, gerade wo wir jetzt nochmal ein bisschen öfter streamen. Wie viele Leute da nochmal dazukommen. Ich meine, es war ja abzusehen, gerade Let's Plays auf YouTube, das geht ja ein bisschen zurück. Beziehungsweise, wenn du nicht schon bekannt bist, wirst du auch nicht mehr wirklich bekannt. Aber ich find's echt krass, wie gut das in letzter Zeit nochmal läuft. Ist schon ganz cool. Und es ist halt auch so, je mehr Leute dabei sind, umso mehr Spaß macht es einem selber auch. Weil gerade beim Stream geht es ja darum, du willst ja die Interaktion mit den Leuten. Und wenn da mehrere Leute schreiben, macht das auch nochmal mehr Spaß, wisst ihr? Das ist schon... Es ist einfach ein schönes Hobby. Es macht Spaß. So. Und es wird dunkel. Das ist nicht so toll. So. Gehen wir gerade nochmal ins Bett. Ja, das hier ist jetzt irgendwie doof, ne? Dass da das Gras rausguckt. Ja, warum guckt das da durch? Das verstehe ich jetzt nicht unbedingt. Werden die Ackerflächen auch als transparent? Ja, die sind transparent, weil sie nicht ganz voll sind. Und da wächst dann Gras drunter. Boah, das ist ja dämlich. Das ist ja dämlich. Ja, und dann hast du halt manchmal diese Ploppen, die da ja hier noch ein gutes Stück rüberragen. Wenn die dann diagonal hier rausragen, sieht man das halt. Boah, ist das doof, aber ich sag's mal so, das ist mir jetzt egal. Da gehe ich jetzt nicht nochmal überall hin und mache auch noch die Ecken. Da stehen nachher sowieso Crops vor und dann sieht man das eh nicht. Nur wenn du halt überall hier so einen hellen Streifen hast, das fällt halt schon auf. Aber nee, das ist mir dann zu doof, ganz ehrlich. So. Wir haben jetzt auch mal, also... Man muss aber auch in der Kehrseite sagen, auf Twitch, wenn mehrere Leute kommen, je mehr Zuschauer man schon hat, umso mehr kommen auch dazu. Es ist halt, wenn man wenn man eben viele Zuschauer hat im Stream, dann wird man eben auch höher gelistet. Heißt so viel wie Twitch sortiert die Kanäle, die gerade live sind, danach, wie viele Zuschauer die haben. Wenn du halt mehr Zuschauer hast, wirst du weiter oben angezeigt und umso mehr Leute sehen dich dann halt auch. Und man muss halt leider auch sagen, es kommen halt sehr viele Trolle, sage ich mal. Oder darf ich auch Minecraft streamen? Man kann es halt nicht verleugnen. Minecraft zieht halt meistens sehr junges Publikum an, die dann teilweise auch sehr viel dumm machen. Und das hat jetzt auch in letzter Zeit ein bisschen Überhand genommen, dass da ein paar Kinder reinkommen, die die ganze Zeit nur dummes Zeug schreiben. Und da haben wir jetzt auch mal einen Moderator ernannt, sage ich mal. Ich meine, früher haben wir das ja immer selber gemacht, alles. Das ging auch ganz gut. Nur in letzter Zeit hat es, wie gesagt, ein bisschen... Da wurde es ein bisschen zu viel, sage ich mal. Und man, gerade wenn man noch nicht so viele Zuschauer hat, will man auch nicht die Zuschauer irgendwie vergraulen, indem man sagt, Leute, jetzt halt mal die Klappe, sonst gibt es Timeouts. Oder auch wirklich Timeouts macht. Weil entweder stachelt die das dann nur noch mehr an, dumm zu machen. Dann machen sie sich zwei oder dritt Accounts und kommen dann nochmal und labern nochmal Scheiße. Oder sie bleiben halt komplett weg. Aber wir haben jetzt auch gestern Abend nochmal drüber geredet. Dann lieber weniger Leute, die da sind. Dass es schneller vorankommt, aber dafür einen, ich sag mal, angenehme Leute.
Da muss man doch Prioritäten setzen. Will man auf Teufel komm raus schnell viele Zuschauer haben oder will man ein angenehmes Erlebnis haben? Und da ist eindeutig ein angenehmes Erlebnis wichtiger. Weil, wie gesagt, es ist ja ein Hobby und wenn dir das Hobby keinen Spaß mehr macht, was soll der Kram dann? So, und ich habe nichts mehr zu essen, das ist doof. Ich könnte mir aber Cheeseburger machen. Ich habe ja alles da. Ich habe Toast, ich habe Käse. Ich habe Salat und Tomaten. Ah, ich habe kein Fleisch. Hahaha. Ich habe aber Tofu. Hahaha. Haben wir die Maschine gebaut und da habe ich ja auch schon ein bisschen was reingeschmissen. Dann machen wir uns jetzt nochmal ein paar Burger, würde ich sagen. Ah, da habe ich ja jetzt auch den Zaun. Dödöd. Verdammt. Aber ja, auf jeden Fall einer der älteren Zuschauer, beziehungsweise einer der Leute, die schon länger dabei sind. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viel ist. Ah, ich brauche Platz. 2 Stacks reichen, so. Ich mag die Maschine irgendwie. So. Weil wisst ihr noch, was das für ein Krampf war, als wir das hier alles gepresst haben? Fürchterlich. So, und ich glaube, wir brauchen erstmal Platz. Moment. Ja, komm. Du mal weg. Die Äpfel kommen mal hier rein gerade. So. Und ich glaube nämlich, wir brauchen das Ding hier. Das war doch irgendwie, ja. Man sollte den Kram, den man braucht, auch rausholen. So, die können wir noch craften, das gibt nochmal ein bisschen Platz. So. Das kann erstmal hier rein. Hier haben wir eh noch Garden Soil. Den Sand brauche ich gerade nicht, das Holz brauche ich gerade nicht. So, dann haben wir Platz. Ich brauche Brot, ich brauche Käse, ich brauche das da. So, dann lasst mich mal schauen. Ich glaube, das war so, so und so. Nee, so. Genau, erst die Hamburger. Dann den Käse dabei. Oder kann ich das direkt so machen? Nee, ich muss über die Cheeseburger gehen. Cheeseburger. Und dann die... Genau. Allerdings gucke ich jetzt erstmal wegen Platz. So und Toast. Zack. Flup und flup. Zack und zack. Ah, und zack. Ich glaube, die sind dann auch nur. Bup, 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 bup. Und noch die letzten. So. Ha. Lecker. Kommst du nochmal weg? Und du nochmal da rein und dann haben wir wieder was zu futtern. Hier kann ich ja. Ja, hier kann ich das hier nochmal reinlegen. Da haben wir jetzt erstmal noch ein bisschen Proviant. Sehr schön. So, und ich hatte doch irgendwas erzählt. Genau, Moderator eingestellt. Den wir da jetzt gewählt haben, der ist auch schon etwas älter. Also der ist sogar älter als wir. Was heißt sogar älter? Wir sind so alt auch noch nicht. Aber er ist erwachsener als die meisten anderen Zuschauer, sagen wir es mal so. Und der ist halt auch schon lange dabei. Und das passt eigentlich ganz gut. So, und ich wollte hier hinten die Ecke weitermachen. Wird jetzt wahrscheinlich heute Abend. Also heute, wo ich es aufnehme, werden wir da nochmal streamen. Und da wird das dann hoffentlich
Davidat dann hoffentlich etwas zivilisierter zugehen, weil gerade auch in dem letzten Stream hat der gute Mr. Fail schon gesagt, das war schon teilweise etwas sehr nervig. Er hat es dann irgendwann ignoriert, aber wie wir heute auf dem Discord ein bisschen geschrieben haben, haben auch die Leute gemeint, das war teilweise schon ein bisschen nervig, was da abging. So. Hinten ist dann soweit durch. Dann kann man hier am Rand nochmal durch. Die mache ich dann auch direkt den hier. Das hätte ich eigentlich direkt überall machen sollen. Eigentlich doof, aber was soll's. Hier kann normale Erde ist noch hin. So. Ein bisschen sparsam sollte man ja schon sein. Auf jeden Fall bin ich mal gespannt, wie das in Zukunft abgeht, weil das wird durchgehend immer größer und immer professioneller. Kann man eigentlich auch schon sagen. Ich habe ja jetzt zu Weihnachten, das habe ich glaube ich schon erzählt, aber von meinem Bruder, der mir auch schon letztes Jahr zu meinem Geburtstag dieses Mikrofon geschenkt hat, habe ich jetzt noch eine Webcam und einen Greenscreen bekommen, wo wir ja jetzt auch schon mehrmals mit gestreamt haben. Das ist eigentlich... Ich hätte nie in meinem Leben gedacht, dass ich irgendwann mal einen Greenscreen besitzen würde. Was sind wir denn? Auf jeden Fall, das sind so Sachen, die du halt nicht erwartet hättest. Die zumindest ich nicht erwartet hätte, sagen wir es mal so. So, okay. Hier ist sowieso Ende. Hier geht's rum. Und es wird schon wieder dunkel. Verdammt. Wobei, was sagt denn die Zeit? Ah, die Zeit sagt, ich gehe jetzt ins Bett und dann fange ich die nächste Folge an. Ah ja, das ist immer wieder... Ich hab's... Upsi. Egal. Ich hab's ja auch schon öfter erwähnt. Ich bin immer wieder erstaunt, dass das doch alles so wächst. Es sind jetzt auch schon... Vor ein paar Tagen waren es die 300, jetzt sind es schon über 310 Subscriber. Ach, Subscriber, noch Subscriber auf YouTube. Muss ich immer überlegen. Moment, bin ich jetzt auf Twitch, bin ich auf YouTube? Muss ich Subscriber sagen, muss ich Follower sagen? Aber, ja. So viele Abos schon auf YouTube, das ist... Unglaublich. Das hätte ich nicht gedenkt, als wir hier angefangen haben. So, wie es aussieht, können wir die nächste Folge nochmal ein gutes Stück hier weitermachen. Krass. Dann Mr. Fail gut gearbeitet. Ja, ich glaube aber, das können wir auf jeden Fall mal öfter machen, dass er hier mit ein bisschen dabei ist. Und er auch ein bisschen mitspielt. Anstatt nur neben dran zu hocken und mitzureden. Mal gucken, dass ich hier auch nichts vergesse. Das sieht gut aus. Hier oben durch haben wir ja schon. Gehen wir jetzt hier mal durch. Upsi. So. Hier ist halt sehr viel Stein, weil wir ja den Berg hier umgegraben haben. Ah, das war jetzt falsch. So, ich wollte die Folge beenden. Ich muss den Kram ja auch vor, bevor wir mit dem Stream jetzt anfangen, noch rendern und hochladen. So, wir machen an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Nochmal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschö.